So, guten Morgen YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Bau ohne Hof. Ich bin's wieder Dietmar und freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir ein kleines Erntevideo, weil wer sät, der erntet. Und die Bohnen im Hintergrund sind fertig, ein paar Kartoffeln gehen raus, Kohlrabi und die Tomaten müssen noch ein bisschen gestutzt werden. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. So, wir haben hier die gelben Bohnen. Ja, Cobra. Cobra heißen die. Wir haben auch noch grüne Bohnen irgendwo. Hier oben jede Menge, alles hängt voll. Und das muss jetzt weg, blanchiert und eingefroren werden, beziehungsweise teilweise isst man es auch gleich. Ganze Handvoll, das wird ein super Mittagessen. Oh yeah! Das Schöne an Bohnen, das ist so ein Anfängergemüse, da kann man nicht viel falsch machen. Wachsen nach oben, wachsen und wachsen und wachsen. Und je höher sie wachsen dürfen, umso mehr produzieren sie. Und das Gute an Bohnen ist auch, beziehungsweise am Ernten einfach, je mehr man aberntet, umso mehr produziert die Pflanze. Also das Wichtige ist immer regelmäßig ernten. So. Hier hat es uns leider ein bisschen die Tomaten umgehauen vom Wind, weil die natürlich, wie man halt so ist, anderweitig beschäftigt, nicht hochgebunden worden sind. Und jetzt mal was machen, nochmal schnell ausgeizen und richtig hochbinden, so dass das hier alles schön wachsen kann. Passiert, wenn ihr euch nicht um die Tomaten kümmert, ne, dann kommt jeder Geiztrieb raus und dann werden die halt einfach buschig, weil die einfach so hin wachsen darf, wie ihr sie lässt. Deswegen kümmert euch um die Tomaten, dass die einfach schön gerade nach oben wachsen und nicht buschig werden. Ein Drittel weg und die Tomaten können sich gut entwickeln. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch mal hier oben unser Tomatenvideo. Nicht drum kümmert, dann verwildert alles. Man hat halt auch nicht immer die Zeit dazu, das muss man da auch zugeben. Ansonsten, ich mache jetzt mal kurz den Rest und danach zeige ich euch nochmal unser Tomatenfeld. Jetzt gucken wir uns nochmal das Tomatenfeld an. Hier haben wir jetzt alle aufgestellt. Schön säuberlich,
luftdurchlässig. Jawohl. Da haben wir unsere Auberginen. Ich hoffe, die kommen noch. Ja. Hier auch, in der Mitte. Jawohl, guckt euch mal die Tomaten an. Echt super Sache. Auf der anderen Seite auch, Zucchini. Also wichtig ist einfach, ihr müsst euch um die Tomaten kümmern, ausgeizen, hochziehen, sonst werden sie buschig, dann habt ihr nachher viel zu viel Arbeit, so wie das bei mir jetzt gerade der Fall war. Vor allem, weil sie dann der Wind umgeblasen hat. Genau. Schön um euren Garten kümmern. Und dann wird es auch was. Also die Tomaten, das wird glaube ich ein gutes Tomatenjahr. Wir hatten viel Erfolg mit den Bohnen. Wie gesagt, Kartoffeln kommen jetzt noch ein paar raus. Oh. Oh, schön. Wie viele Kartoffeln sind das? Dreckspatz? Hä? Kartoffeln! Upsi. Ja, ganze Familie im Garten, kann man sich nicht fokussieren auf eine Arbeit. Multitasking. Oh, so viele. Wow. Guckt euch mal die Kartoffeln an. Super. Weil wir ja direkt in Kompost gepflanzt haben, ist unser Boden sehr locker. Das heißt, die Kartoffeln sind sehr bodennah, also sehr oberflächennah. Und dadurch sind die einfach zu ernten und wachsen auch sehr gut, weil Kompost hat einen sehr guten Gehalt, also Nährwertgehalt. Und von daher kann ich das nur empfehlen, direkt in den Kompost reinzupflanzen. So, wer sät, der erntet, so heißt's. Und wir haben jetzt das mal kräftig geerntet. Zucchini, Kartoffeln, Bohnen, alles Mögliche. Kommt jetzt in den Topf, wird verarbeitet. Entweder wir essen es gleich oder wir frieren es ein. Und genau, ansonsten war es jetzt für heute. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bald geht's weiter. Und mit Weidehähnchen und Gartenarbeit. Also nichts verpassen. Kanal abonnieren. Like da lassen, Glocke drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt wird es wieder ein bisschen windiger. Also macht ihr aber nichts. Bis bald, euer Bauer ohne Hof, Dietmar. Wir sehen uns. Ciao.